Bisher geben die Akten nichts her. Jetzt fragen wir also nochmal den Hoeneß, dann kann man das machen. Ich habe auch gar nichts dagegen einzuwenden. Ist doch ein interessantes Kennenlernen wieder mal nach langer Zeit. Dann kann man das machen. Die Süddeutsche Zeitung macht das ja so. Ja, sie dreht das so dahin, dass man das machen muss. Und es ist doch völlig klar, diese Kammer will eins mit Sicherheit nicht. Sie will nicht ein Urteil machen, was ihr in der nächsten Instanz unter Umständen eine Aufklärungsriege einbringt. Und deswegen kann ich das verstehen. Dann werden halt solche Dinge gemacht. Ich werde als nächstes den Lothar Matthäus vorschlagen. Der ist etwas enger an dem Franz Beckenbauer dran gewesen. Und ich würde sagen, beim Lothar Matthäus kann man sich darauf verlassen, dass er auch was sagt.